Auch wenn sich der US-Außenminister nicht detailliert äußern wollte zum Inhalt des Schreibens an Moskau, so wurde doch eines klar. Es gab ein Yes und ein No, eine Zusage und eine Absage. Die Absage an die russischen Forderungen, was die NATO-Osterweiterung angeht, da hat Antony Blinken klipp und klar gesagt, die Tür der NATO steht für neue Mitglieder weiter offen und das habe man Moskau auch so mitgeteilt. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Tür für die Ukraine da weiter aufsteht. Dann aber das Yes, die Zusage. Ja, man könne sich durchaus vorstellen, dass die Zahl der Manöver reduziert wird, die Zahl der Offensivraketen in Osteuropa. Und man würde natürlich auch über Abrüstung sprechen, aber das müsste dann natürlich auf beiden Seiten passieren, im Westen und auch auf russischer Seite. Was ist jetzt aus Sicht von Washington der nächste Schritt? Wieder die Diplomatie. In der nächsten Woche will sich der US-Außenminister mit seinem russischen Kollegen erneut treffen und erneut über die Ukraine-Krise sprechen.